Guten Morgen alle miteinander. Ich habe doch jetzt tatsächlich ein bisschen Zeit. Hätte ich nicht gedacht. Heute ist der erste Urlaubstag. Lockdown. Kinder hätten heute eigentlich in der Kita sein müssen. Ich hätte heute viel Zeit haben können. Nur aufgrund des Lockdowns geht das natürlich nicht. Und meine Frau läuft mit denen jetzt mal ein Ründchen. Und ich bin gespannt, wie viel Zeit ich habe. Deswegen, wenn ich dann irgendwann weg bin, dann bin ich relativ spontan weg. Das kennt ihr ja schon. Das passiert manchmal. Ich hatte erst überlegt, bastel ich vielleicht ein bisschen hier am Stream für die neue Serie, die demnächst kommt. Wird sich sehr viel um dieses Thema hier drehen. Bastel ich ein bisschen am Jahresrückblick, bastel ich ein bisschen im Jahresvorausblick. Gestern Abend haben wir noch ein bisschen gemalt. Da bin ich hiermit unter anderem weitergekommen, ein ganzes Stück. Bin mir noch nicht sicher, ob ich hier noch auf die Metallgeschichte noch einen Flecktarn drauf mache. Habe ich eigentlich nicht vor. Auf die Hose vielleicht noch. Mal gucken. Und die Stimme, ihr hört, ist ein bisschen angegriffen. Kopfschmerzen heute. Deswegen geht es noch eh nicht so lange. Ich habe jetzt schon eine Glypostat eingeworfen und habe auch schon eine Aspirin eingeworfen. Zusätzlich. Genau. Was wir heute weitermachen wollen, sind die Claymore-Saga-Bogenschützen. Da habe ich mal ein bisschen was vorbereitet. Das sind die Lalanfair-Bogner oder wie sie heißen. Ich gehe mal eben zur Packung und hole mal die Fahne raus, damit ihr die seht. Und dann seht ihr auch gleich meinen Gedankengang, der dahinter steckt. Ich hoffe, es stürzt mir ja nicht alles im Hintergrund ab. Wenn es gleich knallt, dann ist alles runtergekommen. Ich male das mal hier. Lalanfair Bogner. Genau, das sind die hier. Fahne kommt. Das ist das Banner. So, wir haben Rot, Blau und Gelb. Da ich Gelb so unglaublich gerne male, wird Folgendes geschehen, denke ich. Ich habe ja was vorbereitet schon mal. Haha, ich habe schon mal ein bisschen angefangen. Ich male immer wieder mal dran. Ich versuche das meist hier beim Stream zu machen, nur hin und wieder möchte ich jetzt einfach weiterkommen. Wir werden den Wams rot machen, die Hosen blau mit roten Absätzen, denke ich. Gelb machen wir dann hier rein. Und das würde ich gleich auch wirklich als erstes setzen. Gelb wird, blau wird dann auch nochmal hier. Das hier. Gelb wird später das, wahrscheinlich mit einem roten hier oben und ein blaues Band. Mal gucken. Also erstmal jetzt gleich ein bisschen Gelb hier in die Ritzen rein. Das ist nicht besonders viel Arbeit. Dann lassen wir es trocknen. Während es trocknet, male ich wahrscheinlich an irgendwas anderem hier rum. Liegt ja genug hier, was gemacht werden will. Wir gucken einfach, wie weit wir kommen. Aber Ziel ist jetzt erstmal ganz klar, das Gelb in die Ritzen aufzutragen, dann haben wir das schon mal weg. Und da Gelb ja so eine Sache ist, habe ich mich vor einiger Zeit für ein nicht so leuchtendes Gelb entschieden. Auf den Tipp eines Herrn Dizzyfingers hin. Ich nehme das Avalon Sunset. Das ist tatsächlich das einzige Gelb, was ich bisher bei all den Gelbs habe, wo ich wirklich sagen kann, das deckt wirklich gut. Kommt dazu, ist halt wieder leider eine Gewehfarbe, die bei mir ja leider alle sehr schnell wegtrocknen. Wäre oder ist aber eine der Gewehfarben, ich drohe ihr mal wieder an, ich stelle um, ist tatsächlich eine der Gewehfarben, die ich nicht wegändern wollen würde. Es sei denn, irgendjemand nennt mir ein Gelb, was dieselben Deckungseigenschaften hat wie dieses. Es muss auch gar nicht so leuchtend sein. Es ist ja nicht unbedingt, ich sehe die Sachen wirklich jetzt nicht mit als Tabletop-Figuren, sondern als Toy-Spielzeug eher. Und deswegen werde ich es auch gucken, dass ich es hier und da ein wenig bunter mache, als ich es für mich selber machen würde, wenn ich es jetzt für meine Tabletop-Armeen mache. Gerade drin. Jetzt gehe ich einfach nur in die Lücken.
sehen kann. Gelb hinein. Der Nachteil und das Schöne hier dran ist. Ach, moin, ihr zwei. Das ist aber eine Überraschung. Der Nachteil hier ist, die Figuren sind halt alle gleich. Der Vorteil wäre natürlich, wenn du es einmal gemalt hast und ich höre mich irgendwo selber reden. Ja, und das wollen wir nicht. Nein, kein Blasterfeuer. Du hörst Möwen. Moin! Moin Mike, ja. Bin ganz erstaunt, so viele Leute so früher Stunde bei der Spontanität, die ich mal wieder an den Tag gelegt habe, beziehungsweise meine Frau, die die Kinder mal mitgenommen hat für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Spaziergang. Freue mich, dass ihr dabei seid. Ich mache heute an der Claymore-Saga weiter. Ja. Einfach, weil ich irgendwann mal im kommenden Jahr damit fertig sein will. Ich habe erst gerade angefangen. Oh, Homeoffice, ja. Ich habe jetzt Urlaub. 3 Wochen. Möchte natürlich gucken, dass ich in der Zeit einiges gestreamt kriege. Ich möchte mit meinem Kings of War Armee Projekten im Stream anfangen. Das heißt, das kann ich hier schon ankündigen. Ich habe jetzt angefangen, ein bisschen zu planen. Ich werde mir dafür noch eine etwas andere Oberfläche hier setzen. Hoffe ich. Ja, das ist nett von dir, Orville. Freut mich auch. Ich gucke ja auch immer, gut, momentan streamst du ja nicht. Ich versuche ja auch immer überall reinzugucken in die ganzen Streams, wenn ich es zeitlich schaffe. Gestern war halt wieder so ein Abend und eine Nacht, heute Nacht zum Wegwerfen. Wie gesagt, gibt eine andere Oberfläche und ich möchte da mal so gerade für Anfänger oder eher gesagt Neulinge, ich möchte mich jetzt nicht als den großen Kings of War General hier bezeichnen, dafür habe ich viel zu wenig Schlachten geschlagen, aber so einen Überblick nach und nach über die einzelnen Völker geben, ganz subjektiv, warum ich da Armeen mache, warum ich da vielleicht keine mache, warum ich in welchem Maßstab welche mache, wie auch immer, das kommt. Eigentlich wollte ich da heute ein bisschen dran basteln, so immer wieder mal im Laufe des Tages. Das geschieht vielleicht auch noch an der neuen Oberfläche dafür. Und jetzt wollte ich die Gunst der Stunde nutzen, ein wenig mit euch zusammen, so ihr denn könnt pinseln, wenn ihr Homeoffice habt, euch ein bisschen eine gewisse Zeit durch den Morgen bringen. Und mich ein wenig von den bohrenden Kopfschmerzen, die ich den ganzen Morgen schon habe, ablenken. One Page Rules, du meinst du Grim Dark von One Page Rules. Orville, oder was meinst du? Wenn du das Fantasy meinst, nein, das habe ich mir nicht angeschaut. Weil so, da kriegt man mich auch, glaube ich, nicht mehr von Kings of War weg. Da bin ich zu überzeugt, was das angeht. Aber das Grim Dark habe ich mir angeschaut. Ja, aber da bin ich bei Kings of War, da fange ich nichts Neues großartig mehr an, denke ich. Das Grim Dark habe ich mir angeschaut, das fand ich ganz spannend. Ich habe ja so Modelle rumliegen. Obwohl mir da immer noch einen Mix aus den One-Page-Rules und einem veränderten Bolt-Action-Modus im Kopf rumschwirrt. Das muss ich dann irgendwann mal testen. Aber erstmal muss ich dafür Modelle machen haben. Und da male ich so ein bisschen dran nebenher. So. Lassen wir jetzt kurz trocknen. Derweil können wir diesen Hochelfen mal ein bisschen Sand aufs Base schmeißen. Das ist jetzt 10 mm. Dann können die auch mal schon mal ein bisschen vor sich hin trocknen. Müssen wir den Leim finden.
Genau. Also das Claymore-Sage ist halt für meinen Sohn. Der weiß noch nichts von seinem Glück. Der hat mit mir schon mal in die Schachtel reingeguckt, so viel sei gesagt. Und fand das mit den Miniaturen da ganz toll. Und dass ich das anmale, findet er eh ganz toll. Ja, da gucken wir dann mal. Wann es dann irgendwann mal bunt ist und wir zum Spielen kommen. Ich werde vermehrt der nächsten Zeit erstmal etwas an den Modellen machen. Da mir gerade so ein bisschen die Bases ausgehen, die Rundbases. Und egal, wo ich jetzt bestellt habe, selbst da, wo es hieß, ist noch lieferbar, es ist gerade schlecht rankommen. Und ich fürchte, dass das die momentane Situation inklusive dem sich abzeichnenden harten Brexit nicht leichter macht, das Problem. Ja, diese Leim hat es auch bald hinter sich, ja. Also muss ich andere Sachen machen. Da bieten sich natürlich diese ganzen kleinen Maßstäbe erstmal ganz gut an, an denen ich zugange bin. Ich brauche, wenn du mich so fragst, Mike, 25 mm rund, wenn es geht, flach von Renedra zum Beispiel. Die nehme ich in der Regel. Diese hohen, die ich hier habe, wo jetzt die Claymore-Saga-Figuren draufstehen, die sind. Also ich habe noch ein paar so. Ja, genau, flach. Ja, diese hohen, die brauche ich jetzt nicht. Da hatte ich erst überlegt, die hohen zu nehmen für. Ich muss nur eben leihen. Für die Grim Dark Figuren habe mich jetzt aber auch dagegen entschieden, denn ich habe noch diese durchsichtigen Runden und die möchte ich dafür nehmen, weil Kollegin wird sagen, es ist der innere Monk in mir, denn dann so, obwohl ich Monk nie gesehen habe, aber ich weiß, was sie meint, der da so ein bisschen schreit, ich will mit denen halt spielen. Und zwar A, Basis, Erkundung, beziehungsweise dann auch so draußen in der Pampa. Und dann ist es doch von den Untergründen die Optik sehr abhängig. Und deswegen probiere ich da einfach mal die, die durchsichtigen Acryldinger. Einfach mal zu sehen. Die hätte ich irgendwann mal geholt für mein Apokalypse-Projekt. Da hatte ich dann aber angefangen, Basen zu bauen und zu designen und da war ich auch ganz zufrieden mit. Das wollte ich auch noch irgendwann mal wieder beleben. Tatsächlich ist das Projekt akuter denn je, denn da ging es auch immer ohne Zombies. Da ging es aber auch um den Virus, das frei war. Und irgendwie, da habe ich irgendwann letztes Jahr mit angefangen, also 2019. Und im Nachhinein war ich doch top aktueller damit, als ich jemals gedacht hätte. Und als ich mir wünschen würde. Naja, was soll's jetzt. So, jetzt sind die Burschen getrocknet. Jetzt kommt das Rot, können wir nehmen. Eagle Sun Scarlet heißt es. Ich glaube, früher hieß es irgendwie Blood Red oder so. Ach, falscher Pinsel. Jetzt müssen wir erstmal der ersten Figur gucken. Gut, der Arm ist wirklich durchgehend. Jetzt machen wir erstmal hier die. Genau, ich hatte halt im Vorfeld die Haut hier schon gemacht. Ich hatte den wattierten Waffenrock hier unten gebürstet. Also erst mit einem. Ja, mit einem braunen, einem hellen Braun und dann halt gebürstet. Das hatte ich alles schon mal gemacht und jetzt geht's halt hier in den Waffenrock, wie immer man das nennen mag. Das deckt schon wieder nicht, ich könnte wieder mal. Nein, ich werde nicht fluchen.
Und tatsächlich, ich hatte es, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, ich finde die in der Claymore-Saga, die Figuren sind ja alt. Und ich mag ja generell eher die neuen Designs, das merke ich immer wieder. Die Menschen finde ich aber vom Design her ganz okay. Also die Schattenwesen oder wie sie heißen, die finde ich dann teilweise schon wieder relativ hässlich. Nichtsdestotrotz brauchen auch die natürlich Farbe. Die Menschen finde ich vom Design eigentlich optisch ganz in Ordnung. Also da kann man jetzt nicht wirklich meckern. Vor allen Dingen nicht für die Zeit. Und damals haben die ja wirklich einen neuen Standard gesetzt. Das waren ja die Miniaturen schlechthin. Ja, ansonsten haben wir gestern Abend wieder ein bisschen gemalt. Auf Discord zusammen. Das war wieder schön. Das war teilweise auch wieder sehr informativ. Wieder einiges gelernt. Vorgestern hatten wir noch eine Online-Weihnachtsfeier. Das war auch mal was ganz richtig, richtig Spannendes. Da ist das Menü dann im Vorfeld gekommen, vorgekocht, musste man also nur noch alles aufwärmen. Das war richtig klasse. Für die Kinder gab es noch Geschenke. Whisky-Tasting wurde angeboten, das habe ich mitgemacht. Habe wieder zwei Whiskys für mich entdeckt, bei denen ich gucke. Eigentlich drei, nur der eine ist halt Single Cask. Da wird die Flasche dann auch dementsprechend teuer sein und so dicke habe ich es dann halt auch nicht. Aber waren zwei andere bei von den vier, die wir getestet haben, bei denen ich mir gut vorstellen kann, dass der eine oder andere seinen Weg in mein Whisky-Regal dann doch finden dürfte. Wobei man jetzt sagen muss, Whisky-Regal, da stellt man sich mehr drunter vor, als es ist. Also da sind so ein paar Flaschen. Ich habe noch einen guten Ingvar Gordon. Nummer 2 an die Reihe. Ja, und gerade wenn jemand neu ist in diesem Hobby und das sieht, das ist jetzt hier wirklich null Hexenwerk. Ich würde schon fast so ein bisschen, wenn man es erkennt und sieht, als Malen nach Zahlen beurteilen benennen. Es ist wirklich sehr einfach. Ich habe auch immer wieder häufig mal Leute dabei, die dann sagen, ah, oder ich kenne auch viele, die dann sagen, mein Gott, ist das kompliziert, ist das anstrengend, ich kann das nicht. Und ich sage dann immer ganz ehrlich, ich weiß noch früher in Kunst, ich habe Kunst dermaßen gehasst. Gerade Wasserfarben malen, weil fand ich fürchterlich. Das konnte ich auch überhaupt nicht. Und wenn ich das hier kann, und vor allem, oder besser gesagt, wenn ich das hier lernen kann,
Dann können das viele, viele da draußen auch, die jetzt meinen, sie können das nicht. Ganz massiv ist es mir damals beim Baseball und Softball als Trainer aufgefallen, auch wenn es jetzt mit Malen nichts zu tun hat. Aber dieses, und gerade wenn man dann mixt oder halt da Mannschaften trainiert hat und dann jemand neu war und dann oder guckte und man sagte, komm, probier doch mal aus. Ich kann das nicht. Ich treffe den Ball ja sowieso nicht. Und das ist immer, was ich sage, wenn man mit der Einstellung schon dran geht, dann wird das nix. Wenn man aber sagt, ach, ich versuche es einfach mal. Und wie ich weiß nicht, wie lange mache ich das jetzt? Seit ungefähr 2000 oder so bin ich jetzt hier in diesem Hobby aktiv. Und ja, ich habe mich in den letzten Jahren vielleicht auch nicht mehr maltechnisch so viel weiterentwickelt wie andere. Mir reicht das aber auch, was ich so mache. Hier und da verbessere ich mich. Aber das ist erste Lernen. Ich finde, das geht relativ zügig, relativ fix. Man muss halt wissen, was man so am Anfang braucht, was einem am Anfang helfen kann. Genau, also ich finde das schon, es ist, wenn du weißt von Wolfsbrück, was du wie anmalen willst. Also ich, das ist halt die große Kunst für mich, rauszufinden, gerade bei neuen Figuren, die ich habe, oder auch bei neuen Armeen, wenn ich mal anfange, Farbschema. Also welche Farben will ich drin haben? Obwohl auch das inzwischen, ja, ich sag mal schon so ein bisschen Routine ist. Und was will ich auf dem Modell wie anmalen? Wenn ich das einmal weiß, ich finde, dann geht das wirklich von der Hand weg. Es gibt ja durchaus jetzt so Systeme, die geben dir da jetzt gerade bei so Farbwahl so ein bisschen Hilfestellung. Wenn man mal jetzt ganz klassisch anfängt mit Warhammer Fantasy, wenn du deine Imperiumsarmee baust und du suchst dir was aus, kannst du ja theoretisch sagen, was weiß ich. Sind wir jetzt mal bei Nordland, weil ich auch gerade welche hier in 10 mm fertig habe. Ja, Nordland ist blau-gelb. So. Genau, ganz platt, blau-gelb. Zack, drauf. Bei 10 mm hat es halt den Vorteil, ja, es ist klein, aber die ganzen Details, die sieht man nicht mehr wirklich großartig. Da kann man sogar noch ein bisschen schummeln. Tue ich auch. Bei anderen Systemen muss man sich halt was überlegen, wo nichts vorgegeben ist. Gut, wenn man jetzt sagt, ich mache Menschen, dann ist schon mal klar, alles, was Haut ist, hat theoretisch einen gewissen Farbton. Ich kann noch Varianz reinbringen. Das habe ich bei meinen 40K Imperialen damals gemacht. Ich hatte also hell- und dunkelhäutige. Mache ich es mir einfach, suche ich mir einen Hautton aus und jauche den drauf. Eine Sorge weniger. Rüstungen sind dann in der Regel, wenn wir jetzt ins Mittelalterliche oder ins Fantasy gehen, metallisch. Da überlege ich mir halt, welches Silber, blau-gelb. Ja, ich habe auch inzwischen Freude an Gelb und Blau. Also Blau mag ich mal eh viel mit Blau. Nochmal zurück zum Thema. Also Rüstung, klar, Metall. Es gibt verschiedene Metalltöne. Ich kann es natürlich auch mit diesem Non-Metallic-Stil, von dem ich jetzt gelernt habe, dass es den gibt und was das so ein bisschen ist, wechseln. Das macht mehr Arbeit. Ist auch nicht so meins. Obwohl, wenn man es kann, glaube ich, was ich so gesehen habe von Leuten, die es können, das sieht schon richtig cool aus. Halt geht da mehr so ein bisschen Richtung Comic. Pinsel zwischendurch ein bisschen sauber machen. Farbe nochmal schütteln. Ist aber okay. Sieht, finde ich, sieht gut aus. Aber generell kann man es sich da auch leicht machen. Metallton. Schwupp, schwupp, schwupp. Thema erledigt. Wenn ich jetzt so jemanden habe wie den hier und ich hätte jetzt nicht das hier, an den ich mich jetzt orientiere, das tue ich wirklich, weil die Fahnen dabei sind und ich mir denke, das macht es auch vielleicht später beim Rauswühlen in der Box ein bisschen leichter, dass die jetzt hier nicht grün und lila sind, zum Beispiel, sondern dass ich das habe. Ich hätte jetzt auch einfach sagen können, gut, Haut ist klar,
Ich mache jetzt hier das da drin. Von mir ist auch gelb und ich mache dann hier, teile das noch in einer Hälfte mit lila und grau und das kann ich alles machen. Nur gerade am Anfang bin ich da auch immer der Meinung, warum soll ich es mir komplizierter machen, als es ist. Bei Täter Waffenrock, da malen viele auch einfach drüber. Ich nehme da halt zur Zeit meistens dir diesen Ton, das ist Arabic Shadow von Scale. Finde ich wirklich schön. Und hab dann mit dem hier einmal drüber gebürstet. Palette Witch Flash. Das kann man so machen. Ja, gut, Bogen kann man verschiedene Holztöne nehmen. Ich weiß noch nicht genau, welchen ich verwende. Wahrscheinlich werde ich den Standardholzton nehmen. Das ist ein Monoframe Brown, das ist mein Standardholzton. Es gibt auch andere Töne. Ich habe auch schon mal Holz hier mit dargestellt. Also das geht auch. Momentan bin ich viel bei dem hier auch wieder bei Holz. So, dann haben wir das Holz erledigt. Dann gucken wir weiter. Gut, hier sind so Schleifen. Da kann man sich ein bisschen im Farbspiel hier abwechseln. Ich werde mit drei Farben hier arbeiten. Schuhe kann man sich ganz einfach machen. Kann man schwarz machen. Werde ich wahrscheinlich auch tun. Diesen Absatz muss ich mir überlegen, was ich damit mache. Da habe ich noch keinen Plan. Dieses ist so ein Handgelenkschutz, so wie das beim Bogen dann Bogenschießen heißt. Den mache ich Leder. Das kriegt einen Lederton. So, hier oben ist noch so eine Art Edelstein. Soll es den halt geben, auch wenn ich das ein bisschen übertrieben finde. Aber na gut. Und dann ist die Figur schnell erledigt. Und das meine ich halt damit mit Farben malen nach Zahlen. Man muss sich einfach die Figur einteilen in die verschiedenen Bereiche, die sie hat. Zumindest mache ich das so. Man muss überhaupt nichts, sondern ich mache das so. Und dann geht es einmal, da habe ich noch was übersehen, dran lang. So, und dann muss man halt überlegen, merken, das merkt man mit der Zeit, was für ein A, was will ich, was male ich und B, was für ein Typ beim Malen bin ich. Das hatten wir erst gestern, das Thema. Ich bin jemand, ich brauche viel Abwechslung auf dem Maltisch. Hab mir deswegen ja diese Malstation eingerichtet, deswegen sieht das bei mir auch so aus. Das sind verschiedene Projekte, die parallel laufen. Ja. Und es gibt Leute, die ich gerade dafür bewundere, wenn es um ganze Armeen geht. Die hauen wirklich, sagen wir mal hiervon, 30 Stück auf den Tisch und malen die durch. Mein Respekt, ich kann das nicht. Ich habe das versucht, ich kann das nicht. Ich werde dann bescheuert. Es wird für mich sofort Arbeit. Und ich möchte in meinem Hobby nicht arbeiten. Ich möchte mein Hobby genießen. Das geht mir auch bei Brettspielen so. Wenn ich merke beim Spielen, das Spiel ist für mich Arbeit, dann macht es mir meistens ziemlich schnell auch keinen Spaß mehr. Ich habe nichts gegen konzentriertes Nachdenken. Aber wenn es wirklich in Arbeit ausartet, dann bin ich schon so drauf, dass ich für mich dann auch merke, nee, das ist nichts für dich, da lässt du einfach die Pfoten von. Und so ist beim Malen auch. Natürlich, wenn ich jetzt, gut, ich mache ja keine Auftragsmalerei, weil keiner mich als Auftrag, meine Malerei als Auftrag haben machen will. Ja, von Wolfsburg so ähnlich mache ich es auch nur meistens in Vierergruppen. Meistens tatsächlich Vierergruppen. Hin und wieder auch nur Dreiergruppen. Vierergruppen hat sich für mich halt herausgestellt, ist ganz praktisch, gerade für Saga, weil du alles, was du brauchst, immer durch vier teilen kannst. Außer den Kriegsherrn und den Magier. Das ist dann aber eh ein Charaktermodell. Das ist nochmal was anderes. Ich arbeite gerne in Vierergruppen. Das hat sich für mich so herausgestellt. Außer natürlich jetzt hier sowas. Das sind dann Fünfergruppen, 2x5. Und das sind zwei Streifen A6, die mache ich auch in einer Rutsche. Aber es ist halt auch 10 mm, das ist wieder was anderes. Ja, genau, das dachte ich mir jetzt, weil du das sagtest, das Glieder mit dem Warhammer Fantasy, das hatte ich bei meinen Hochelfen tatsächlich 7er Glieder. Bei Kings of War ist es jetzt der Vorteil, das ist ja egal. Ich habe selten mal 20 Mann im Regiment auf der Regimentsbase drauf. Ich überlege gerade, ja bei den Imperial, bei den Menschen habe ich es teilweise. Und bei dem einem Dunkelelfen, Speerträgerregiment, da habe ich auch die 20 drauf. Auch schön in Reihe und Glied zu stehen.
Die Zwerge war auch Fünfer. Ja. Aber da habe ich auch in Vierer Blöcken gemalt, weil es waren ja 20 Mann. Da habe ich zwar einen Block mehr zu malen, die Blöcke sind aber einfach kleiner. Aber halt, wie gesagt, das ist absolute Geschmackssache. Das ist so ein bisschen. Ich habe ja früher viel Tour de France geguckt. Tatsächlich in erster Linie wegen der Landschaft, weil ich es immer faszinierend fand, was Frankreich, Deutschland hat das ja auch, aber Frankreich schon ein sehr, wie unterschiedlich das Land ist. Ich mochte gerade so die alpinen Etappen, weil es dann auch mal ein bisschen spannender war. Wenn dann immer hieß, ja, man muss sein eigenes Tempo und seinen eigenen Stiefel da hochfahren, so ist es beim Malen auch. Da muss jeder seine eigene Taktung finden, wie er das am besten hinkriegt, dass er sich nicht quälen und nicht zwingen muss, weil wenn du das machst, das ist für meiner Welt der größte Fehler. Ja, man kann das mal machen, wenn man schnell, trifft mich jetzt ja auch nicht, für eine Con oder sowas fertig machen muss oder für ein Turnier noch was fertig haben will. Gut, für die Con mal was zu machen, könnte ich mir irgendwann sogar mal vorstellen. Obwohl ich dann wahrscheinlich früh im Vorfeld anfangen würde damit. Und dann einfach war es so, jetzt muss ich das durchknallen. Aber auf Dauer finde ich das, wenn es dann Zwang ist, ich glaube, ist das kontraproduktiv. Dann hast du immer keinen Bock mehr. Ich mache meinen Job zum Beispiel gern. Aber es ist halt mein Job. Und da muss ich manchmal halt auch Sachen tun, auf die ich keinen Bock habe. Und das möchte ich halt hierbei möglichst wenig. Ich möchte hier möglichst viel die Sachen machen, auf die ich Lust habe. Das ändert sich auch. Geschmäcker ändern sich. Merke ich gerade bei mir. Mich zieht es gerade sehr in die Wüsten. Und da verrate ich nicht zu viel, wenn ich sage, da wird demnächst einiges kommen. Und da muss man halt mit umgehen. Ich hatte zum Beispiel lange eine Phase, wo ich richtig Lust auf Zwerge hatte. Und inzwischen, ich habe sogar schon einen Teil meiner Zwerge verkauft, die ich noch nicht bemalt, nicht gebaut habe. Ich kann sie inzwischen einfach nicht sehen. Obwohl es eine Armee ist, sei es im Saga, wo ich sicher noch ein bisschen was gemacht habe für. Sei es bei Kings of War, die mir eigentlich liegen sollte. Zumal ich auch wie Zwerge gerne Bier trinke. Und da einfach ja schon eine gewisse Seelenverwandtschaft durchaus auch habe mit ihnen. Aber wenn ich es auf dem Maltisch habe, dann finde ich das inzwischen als empfinde ich das als sehr, 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 sehr anstrengend und muss halt sagen, da kann ich mit der Kamera mal ein bisschen ranzoomen. Fällt mir gerade ein. Wo muss denn Video konfigurieren hier? Muss ich halt sagen, dass das mit den Zwergen nach wie vor für mich sehr schwierig ist, da motiviert an der ganzen Kiste dran zu bleiben. Das Zoom stellt sich nämlich immer aus. Aber deswegen halt die Abwechslung, auch die verschiedenen Projekte, die verschiedenen Systeme. Das Tabletop-Hobby ist so groß, so breit gefächert. Und ich habe ja extra auch einige Brettspiele hier, die danach schreien, dass man die Figuren anmalt. Die Claymore-Saga macht halt jetzt den Anfang. Ich habe noch die beiden Erweiterungen im Keller liegen. Die kommen dann irgendwann auch. Erstmal machen wir hier diese Bogenschützen.
Dann mal gucken, was da als nächstes kommt. Und vielleicht kommen dann irgendwann ja auch meine Bases mal an. Und noch habe ich ein paar Rundbasen. So ist es nicht. Nur will ich da auch ein wenig mit haushalten. Denn meistens ist es dann so, wenn man gerade irgendwas nicht hat, dann hat man da richtig Lust zu. Und die Lust, das habe ich für mich festgestellt, die muss ich dann auch einfach nutzen. Und ich merke, boah, ich habe jetzt gerade wirklich total Lust, Panzer zu malen zum Beispiel. Und ich habe keinen, ist das blöd. Weil ich weiß, bis ich den bestellt habe, bis der hier ist, habe ich nicht mehr unbedingt Lust darauf. Ja, Zwergenslayer sind, glaube ich, ja. Ich meine, das ist immer was anderes. Orange. Ist, finde ich, schwierig zu malen. Es gibt kaum ein gutes Orange. Ich habe für mich jetzt eins entdeckt, bei dem ich persönlich sage, da bin ich noch nicht so 100% mit zufrieden. Jedoch ist es das beste Orange, oh, das lässt aber nicht im Balduin hören, uralt und damals keine schönen Modelle, der steht doch auf die alten Sachen. Also ich bin da ganz bei dir, ich finde gerade so diese frühen GW-Werke dann auch nicht schön, es ist Geschmackssache. Nur ich finde gerade bei vielen Modellen, die so die letzten Jahre rausgekommen sind, also generell, ich mag das, wenn die Modelle eine gewisse Dynamik ausstrahlen und haben und nicht nur irgendwelche klobigen Zinnklötze sind. Ich verstehe, dass da teilweise ein gewisser Sammelwert hintersteht. Ich bin doch ein sehr visueller Mensch. Ich möchte schöne Armeen, also für mein Auge schöne Armeen haben. Und da spielt halt die Dynamik schon eine gewisse Rolle. Aber wie gesagt, was ist das schön, ja. Ich müsste den Ärmel gelb machen. Fällt mir gerade ein. Dann mache ich gleich noch gelb überall. Ja, den mache ich gleich noch gelb, den Ärmel. Ja, ihr seht eben schon, ne? Man merkt halt auch beim Malen immer noch mal, passt vielleicht nicht oder habe ich falsch interpretiert, oder könnte die Figur auch anders interpretieren. Wenn man es dann einmal hat, ja gut, ich meine, die GW-Zwerge, die haben jetzt ja auch eine eigene Fraktion, die neuen, glaube ich, gekriegt, ne? Die heißen jetzt irgendwie anders, keine Ahnung. Ich bin ja bei Age of Sigmar nie drin gewesen. Zu dem Zeitpunkt, wo sie Warhammer Fantasy damals abgesäbelt haben, war es mir egal, weil ich da so gerade in diesem Punkt war. Ich kam gerade wieder zurück nach einer langen Pause ins Tabletop-Hobby und wollte nur historisch machen. Einstieg war dann so ein bisschen, naja, gut, wenn man das jetzt so historisch nennen kann, aber es hat einen historischen Hintergrund, eine Saga bei mir. Wikinger natürlich und amerikanischer Bürgerkrieg war für mich dann auch ganz interessant. Ist auch nach wie vor noch. Und zum Fantasy bin ich dann wirklich wieder über Kings of War gekommen, über das Regelwerk, über die Möglichkeit. Ich bin nicht an einen Figurenhersteller gebunden, theoretisch. Und ich weiß, bei vielen ist es auch verpönt, die diese Systeme spielen, dass man Figuren anderer Hersteller nimmt.
Und natürlich hätte Mantic gerne, dass man nur ihre Figuren dann kauft für Kings of War. Gut, die ich teilweise wirklich fürchterlich hässlich finde, aber das dann genauer bei den einzelnen Episoden, die ich mache zu den Mantic-Armeen, wo ich immer einem Volk vorstelle und dann mit euch ein bisschen über das Regelbuch, über die Einheiten gucken möchte und meinen persönlichen 100% subjektiven Senf dazu gebe. Da hat Mantic aber in der letzten Zeit auch schon bessere Modelle rausgebracht. Also die neuen Goblins sehen gut aus. Die Ratten sehen gut aus, finde ich zumindest. Aber das hat mich damals so ein bisschen gecasht, dass ich halt eben nicht unbedingt GW-Modelle nehmen muss. Dass ich halt diese Basen habe und theoretisch halt alles, eigentlich gar nichts auf die Base drauf knallen muss. Aber draufschreiben könnte, was es ist. Sieht natürlich blöd aus, aber wir reden ja von der Theorie. Und ich muss wirklich sagen, dass war einer der Gründe, warum ich hier mit Kings of War eingestiegen bin und halt jetzt auch in dieses 10 mm Projekt hier, das wird halt dann Kings of War in 10 mm in der Warhammer-Welt. Ja. Warum nicht? Wer sollte es mir verbieten? Ich werde keine Turniere spielen, wie gesagt. Und in 10 mm gibt es ja eh kaum Leute, die das machen. Es gibt so ein paar kleine. Ein oder zwei, ich kenne jetzt zwei kleine Konklaven, also oder Enklaven heißt das, glaube ich. Eine davon bin ich, die jetzt Kings of War in 10 mm überhaupt spielen. Das andere ist halt da der Christian, wo der kommt mit seinen Leuten. Das Lippstadt und Umgebung, die das auch in 10 mm machen. Die haben das vor mir gemacht. Ich habe ja eigentlich in 15 anfangen wollen. Das mache ich auch noch weiter in 15 mm. Mit den schönen Demon World Figuren, die ich wiederum recht schön finde. Nicht alle, aber viele. Und 10 mm halt. Ich habe eine Partie in 10 mm gespielt. Christian sagte, spiel mal 10 mm. Es spielt sich völlig, also nicht völlig, aber es ist ein anderes Spiel als in 28 mm. Und ja, er hat vollkommen recht. Hat mich überzeugt. Und die Mantic Goblins, die neuen. Also die alten hat Christian auch hier von gehabt, hat da viel geflucht beim Malen, weil da oft nicht erkennbar war, was ist das jetzt? Ist das jetzt noch das Kleidungsstück oder ist das Haut oder ist das irgendwas anderes? Die neuen finde ich persönlich sehen richtig toll aus. Ich habe ja die von Shieldwolf für mein Saga Alte Welt Projekt, die finde ich auch richtig gut. Dann sollte ich irgendwann 28 mm nochmal Goblins machen wollen, würde ich wahrscheinlich auch auf die Mantic-Gobos zurückgreifen. Vielleicht nicht ausschließlich. Aber wenn ich keinen 3D-Drucker habe und tolle Modelle dafür einen 3D-Drucker irgendwie hätte, finde ich, sind die Mantic Goblins inzwischen wirklich ansehnlich. Die kann man wirklich sehr, sehr gut nehmen. Wie gesagt, die alten sind nicht so mein Ding. Ich finde auch die Mantic Untoten in vielen Bereichen ganz schön. Bei manchen hat man halt das Problem, dass man muss sich genau merken und am besten markieren, wie man sie aufstellt, sonst passen sie nicht nebeneinander, die Figuren. Gerade jetzt die Zombie-Trolle zum Beispiel. So eine Einheit. Und ich jedes Mal überlegen, wie muss ich jetzt nochmal hinstellen und probieren. Ja gut, und zum Thema Preis und GW brauchen wir nicht viel sagen. Ja, aber sie sind halt hochpreisig. Ich möchte sie nicht teuer bezeichnen. Ich möchte einfach sagen hochpreisig. Und ich meine, ich kenne genug Leute, die auch immer nur jaulen, das ist so teuer, das ist so teuer, und es dann trotzdem kaufen. Ich denke, auch in Zeiten des 3D-Drucks, aber auch in, es gibt so, auch ohne den 3D-Druck, es gibt so viele Anbieter. Zwerge, finde ich zum Beispiel Mon Miniaturas richtig gut. Es gibt so viele verschiedene Angebote, die man noch nutzen kann. Da muss ich nicht auf das GW-Zeug zurückgreifen. Und wenn ich es tue, dann ist das ja auch okay. Während ich mich jetzt mehr um das Altdorf
Guard Blue kümmere, dann ist das ja auch okay. Ich kann das ja auch nutzen, nur ja, beschweren sollte ich mich dann halt auch nicht. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Und ich, ja, wie gesagt, ich frage mich manchmal auch, warum die Sachen so viel teurer sein müssen als von anderen Herstellern. Nur weil sie vielleicht ein bisschen, ja, weil sie besser aussehen. Das ist ja auch wieder Geschmackssache. Aber ich weiß, was du meinst. Ich bin da auch der Meinung, es geht auch anders und tatsächlich gefallen mir oft die Figuren anderer Hersteller auch besser. Was ich bei GW-Figuren zum Beispiel nicht so mag, ist dieser Totenkopf-Fetisch. Nee, mag das sicher genauso. Solange die Leute das Geld bezahlen, ist das, ob sie dabei murren oder nicht, das ist mir doch als Figurenhersteller völlig egal. Solange das Geld kommt, sehe ich das genauso wie du. Ich sage einfach nur, man muss es ja nicht machen. Man kann es, man muss es ja nicht kaufen. Und ich für meinen Teil gehe ja auch andere Wege. Trotzdem kaufe ich mir auch GW-Figuren gelegentlich mal. A, wenn es nicht anders geht und ich brauche unbedingt was Passendes. Oder B, wenn ich die Figur einfach super finde. Also, ich glaube, ich habe meine Totenarmee, drei Hersteller, drei verschiedene drin. Ja, es geht. Meine Untoten habe ich, glaube ich, drei verschiedene Hersteller drin. In meiner Menschenarmee auch. In meiner Herde sind es jetzt drei oder vier, mehr, fünf oder sechs verschiedene Hersteller sogar. Also, du, ich finde es halt immer nur spaßig, dass die Leute halt schreien und es dann trotzdem kaufen. Ich glaube, wenn es keiner mehr kaufen würde, würden die Preise auch günstiger werden. Nur, wie gesagt, über Preise zu diskutieren, das finde ich mühselig, weil es ist ein Luxusartikel. Und ob so ein Popo jetzt einen Euro oder 5 Euro Stück kostet, ist in meiner Welt erstmal völlig egal. Es ist so oder so teuer, weil ich brauche es nicht zum Überleben. Aber wie gesagt, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Ich kann verstehen, warum viele Leute die GW-Figuren mögen. Es geht mir teilweise auch so. Ich finde auch bei 40k, obwohl ich ja kein 40k-Spieler bin, ich finde, das sind teilweise so richtig tolle Figuren. Aber die Tau zum Beispiel, die gefallen mir super. Die finde ich richtig schön. Nicht alle, aber die meisten. Und ich habe mir auch mal eine Box gekauft. Liegt ja noch rum, muss ich auch noch machen. Kommt auch irgendwann. Warum denn auch nicht? Oder auch wenn wir dann bei dir sind, die Herr der Ringe-Figuren, die finde ich richtig super zu großen Teilen. Richtig schön. Da liegt ja auch noch so ein bisschen was Gondorianisches in der Gegend rum. Wie gesagt, das hat alles seine Für und Wider und ich komme selber auch aus einer Branche, die Luxusgüter verkauft. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Was will ich denn, solange die Leute für solche Dinge was bezahlen? Ich glaube, in meiner Branche arbeiten die wenigsten noch und haben romantischen Gedanken. Ich mache das hier für die Leute, damit sie es toll finden, sondern unterm Strich zählt halt der Euro. Und nochmal, es schimpfen viele auf GW. Sie machen ja nur noch einiges richtig, das darf man auch nicht vergessen. Sie schaffen es immer wieder, neue Leute ranzubringen ins Hobby. Wir ohne unseren Nachwuchs.
können wir schon so ein bisschen sehen lassen hier, oder? Hosen hier rummachen noch. Wie gesagt, wenn ich jetzt historisch malen würde, würden diese Hosen dunkelbraun zum Beispiel werden oder gräulich. So Stoff- oder Lederhose, ganz unscheinbar eher. Da das jetzt hier eine Fantasy-Geschichte ist. Nicht da ein bisschen. Bunter unterwegs, zumal es auch noch nochmal ein Brettspiel oder nennen es mal lieber ein Bodenspiel ist, weil es gibt, glaube ich, keinen Tisch, wo dieser Spielplan drauf passt. Und ich sehe es dann tatsächlich eher etwas mehr als Spielzeug. Und das darf ruhig ein bisschen bunt sein. Ich dann demnächst mal meine War of the Roses Sachen. Der zweite Trupp ist ja fertig. Hat der eine oder andere vielleicht gesehen im Tabletop-Weltforum oder bei Discord oder so. Ich möchte dann auch nochmal filmisch hier kurz vorstellen, den Trupp. Da sieht man halt dann schon eher dann, das war auch jetzt mit einem, die sind auch rot vom Wams, aber sind dann an anderen Stellen einfacher gehalten. Gedeckter. Billman, also helle Badenträger im Endeffekt. Des Hauses Warwick. Lord Neville von Warwick, wenn ich mich recht entsinne. Neville heißt er irgendwie. Ja, die sind dann auch von unseren Hersteller, das ist von Perry Miniatures. Die Perrys haben ja Frau auch für Gewie gesculptet. Die machen sehr viel Historisches zwischen. Kann man aber auch für andere Sachen nehmen, so ist es nicht. Und das ist einer meiner Haus- und Hof-Miniaturenhersteller, Perry Miniatures. Ich finde die Figuren gut, die meisten haben den. Haben viele Ranges. Aber halt primär alles historisch und ich bin echt gespannt, wie die das jetzt im kommenden Jahr alles gedeichselt kriegen. Lang mal wieder ein paar Dubliners Videos gehört. Wer die nicht kennt, das ist Irish Folk. Bin ich auch so ein bisschen mit groß geworden. Und so ein bisschen spuckt mir die Musik gerade im Hinterkopf durch die Gegend.
Aber auch erstmal drauf. Brauchen wir hinterher nochmal für diesen Stirnband und den Helm drumherum. Was überlegt, ob das eine Lederkappe sein soll oder Turban. Ich habe mich entschieden, es wird ein Helm mit einem Stirnband. Ja, man sieht unter Lupe ein bisschen was vor, aber man sieht schlecht. Erstmal einen Schluck. So. Dann könnt ihr trocknen, dann wird das wahrscheinlich hier noch ein bisschen rot. Das ist doch was, das lässt sich doch schon mal sehen hier so ein bisschen. So. Ich werde mich jetzt von euch verabschieden. Ja, ich sehe mich durchs Fenster, da kommt meine Familie. Und bevor das jetzt gleich hier holter die Polter und es schellt und ich muss aufspringen, mache ich jetzt lieber in Ruhe. Das war jetzt ein knappes Stündchen, das hat mir unglaublich viel Spaß heute mit euch gemacht. Danke auch für die viele Beteiligung. Es ist mir immer ein Fest, mit euch zu kommunizieren. Ich werde, während ich jetzt male, privat so male weiter auch an den Malen. Das heißt, es kann sein, dass sie das nächste Mal fertig sind. Dann werde ich sie auch einfach mal in die Kamera halten. Kann auch sein, dass wir nächstes Mal noch irgendwas machen müssen. Dass ich vielleicht die nächsten Tage, ich weiß nicht, vielleicht streame ich morgen, vielleicht streame ich heute Abend nochmal. Das ist jetzt im Urlaub, wird das ganz spontan, leider Gottes sein, ohne viel Planung. Aber das ist auch okay so. Ich will dieses Jahr auf jeden Fall noch einen kleinen Jahresrückblick bringen. Ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall noch einen Jahresausblick bringen, dass ich es irgendwie schaffe. Wenn es dann 2011 passiert, passiert 2021, komme ich auf 2011. Uah. Dann passiert es dann, ist auch nicht schlimm. Und ich möchte dann irgendwann demnächst mit dem Themenkreis Armeen von Kings of War auch noch anfangen. Das wahrscheinlich erst im neuen Jahr. Nur sagt niemals nie. Mike, tschüss, mach's gut. Schön, dass du dabei warst. Hat mich gefreut, mal wieder von dir zu lesen. Bei deinem Adventskalender habe ich noch ein bisschen Nachholbedarf. Das tue ich dann, sobald das hier mit dem Schlafen der Kinder wieder ein bisschen besser funktioniert. Dann kann ich abends, wenn ich mal nur so pinsel nebenher, ein bisschen bei dir reinschauen. Ich verfolge das aber. Du wirst nicht müde, mir immer wieder Lust an Herr der Ringe zu machen. Also ich habe da wirklich immer noch Lust zu. Da wird auch noch was kommen, denn ich möchte nächstes Jahr ganz, ganz wenig nur Figuren kaufen. Und alles, wenn nicht alles, aber vieles andere wegmalen. Und dann kommen auch die Herr der Ringe Sachen dazu, weil ich habe da wirklich immer wieder Lust zu. Ich wollte mir immer wieder die Trilogie reinpfeifen und nebenher ein bisschen malen. Ja. Und von Wolfsburg viel Spaß noch bei der Arbeit. Der Rest auch, was ihr macht, tut mir einen Gefallen, während ihr gleich die Musik, das Hintergrundgeräusch sich langsam gleich verabschieden könnte. Was ihr macht, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ja, es ist eine blöde Zeit. Ich freue mich, euch dann das nächste Mal hier alle zu sehen. Oder halt, wer sonntagsabends mit quatschend malen will, kann gerne auf Discord wechseln. Sonntagsabends treffen wir uns da eigentlich immer so gegen 20 Uhr mal eine Stunde, anderthalb oder zwei zusammen und quatschen über dies und das. Auch mal in der Woche. Das hat er herzlich eingeladen, euch da auch einzuklinken. Der Link ist ja da im Chat. Und was zu machen. Ich bin jetzt erstmal raus. Erstmal noch frühstücken jetzt, ich habe noch nichts gehabt. Ich darf ja erst ab 11 Uhr was essen. Macht's gut. Bis die Tage. Tschüss.